Was ist hier verborgen? Also eine Kellertür. Eine Kellertür gibt's hier keine, oder? Ich finde, bis jetzt habe ich nur diese Tür vorgefunden und die andere Tür einen Stock höher. Hier oben gibt es keine Tür. Außer diese, aber sonst. Aber wohl könnte dann der Licht sein, der angehört wurde. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Geheimgang oder so etwas. Es muss hier doch etwas geben. Das sieht alles recht normal aus. Ist das. Ich dachte eigentlich schon, dass es eine schiefe Tür sein könnte, aber dann habe ich gesehen. Ah. Bestimmt ist hier irgendwo eine geheime Schiebetür. Hier ist nichts mehr. Ist auch nichts. Wo ist der Licht? Vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Hinweis. Das Ganze ist schon sehr mysteriös. Okay, es gibt hier offenbar nichts mehr. Seltsame Angelegenheit. Oblivion steckt wirklich voller Überraschung. Hammer und... Oh. Von einer Münze kann ich... Darüber kann ich nur mit Freunden sprechen. Er ist ein Märchen. Das ist natürlich nur eine Erfindung. Uras, der Schafhirte, sorgt wirklich gut für seine Schafe und er hat eine Vorliebe für Käse. Ich meine, er mag Käse wirklich sehr. Eier, Eier. Möge Stendar euch segnen. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Das ist das Prozedere. Ah, verdammt. Nun. Ha! Wie spät ist es eigentlich? Oh! Wir schauen, was Bernadette so treibt. Janus Hasildor. Ja, ja, der Graf von Skingrad. Wie viel fehlt uns noch zum Stufenaufstieg? Ah, nicht mehr viel. Bernadette ist hier. Mal auf deine Questkarte.
Dion haben wir. Oh. Klar, hier glaubt, dass Bernadette Benedis im Volk. Ich muss sie morgen früh um 6 Uhr bei seinem Haus beobachten. Und Mitternacht in der großen Kapelle werde ich ihm dann Bericht erstatten. Nun denn. Ihr seid, hi. Wir sind immer. Ihr habt. Ganz wie es euch beliebt. Lebt wohl. Seht ihr nicht, dass ich sehr beschäftigt bin? Sag mal, was du da hast. Nehmt das. Für mich ist das sowieso wertlos. Nein, wir wissen alle, dass euch niemand verfolgt, Lart hier. Wir können es einfach auch so beenden. Ah, da ist er. So, ihr habt Bernadette Pinelés erwischt? Wie? Sie hat mich beobachtet und verfolgt, oder? Nein, sie hat euch nicht beobachtet oder verfolgt. Trottel. Wirklich? Das überrascht mich. Ich war mir sicher, dass sie mich beobachten Nein. würde. Nein. Was ist mit der Belohnung, hä? Aber natürlich, das Gold hier. Tutius Sextius, kennt ihr ihn? Ein ruhiger Bursche scheint völlig harmlos. Er ist schlau, wartet vor seinem Haus. Ich kann immer noch kaum glauben. Lasst euch nicht von Tutius... Alter, niemand verfolgt dich. Aber er will's noch nicht glauben. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir ihm zu allen drei Personen sagen, dass ihn niemand verfolgt. Dass wir bestätigen können, dass ihn wirklich niemand verfolgt. Ihr werdet es bei der nächsten Antwort sehen. Erzählt mir, was ihr über Tutius Sextius. Wirklich? Ja, das Gold, das ihr so hoch schätzt. Ich frage mich nur, welchen Preis der Verrat. Ach, nichts. Wir werden... Kennt ihr David Cyrillia? Eine perfekte Tarnung. Er geht jeden Morgen aus dem Haus. Ja, genau. Genau, wie ihr jetzt bemerkt habt, das Vertrauen, ihr seht es an seinem... Beobachtet. Ihr seht es auch an seinem Gesichtsausdruck. Ich sagte doch... Ah, Ich sagte doch... An seinem Gesichtsausdruck erkennt ihr, er traut uns immer weniger. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was passiert, wenn wir auch zu David Cyrillia sagen können, dass ihn niemand, dass er Glatir nicht verfolgt. Wir werden es gleich sehen, und zwar am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, also Mitternacht.